Merkels Politik der offenen Grenzen fügt unserem Land schweren Schaden zu. Die Asylflut kostet uns Milliarden, gefährdet den sozialen Frieden und ist schreiendes Unrecht, weil ein Großteil illegal einreist. Die NPD sagt, wir brauchen keine Debatte um Obergrenzen, weil diese längst erreicht sind. Wir fordern neben einem wirksamen Schutz der Grenzen die Ausweisung aller illegalen Einwanderer und Asylbetrüger. Wer wirklich politisch verfolgt ist, dem helfen wir gern. Aber Deutschland kann nicht das Sozialamt für die ganze Welt spielen. Meinen Sie nicht auch, dass Ihr Geld in der Förderung der eigenen Jugend und der Entlastung deutscher Familien besser angelegt wäre? Die schockierende Anzahl sexueller Übergriffe auf Frauen zeigt, dass die unkontrollierte Zuwanderung zu Kriminalität und Konflikten führt. Deswegen setzt sich die NPD konsequent gegen islamische Parallelgesellschaften und rechtsfreie Räume ein. Wir wollen, dass Polizei und Justiz mit aller Härte gegen solche Straftäter vorgehen. Sie haben die Möglichkeit, mit Ihrem Wahlzettel die Asylflut zu stoppen. Wählen Sie bei der Landtagswahl am 13. März NPD.